Der Name von Gut Lubowos, das im 16. Jahrhundert erstmals Erwähnung findet, leitet sich von den preußischen Wörtern Lubas und Schlubas ab, litauisch Liebe bzw. Ehe. Das Gut hatte im Laufe der Jahrhunderte mehrere adelige Besitzer, darunter Mikolai Radziwill der Rote, Graf Kaspar Golejewski, Jan Antoni Tischkewitsch und Martinas Krispinas Kirstensteiners. Jeder Besitzer baute das Gut weiter aus und trug zu seiner Wertsteigerung bei. 1750 zählte das Gut bereits 20 verschiedene Bauten. Seine eigentliche Blütezeit erlebte das Gut im 19. Jahrhundert im Besitz der Slizeni. Als erster der Familie hatte sich Rapolas Slizenis mit seiner Frau Kamila Tischkewitschuta dort niedergelassen. Der Gutsherr genoss einen Ruf als talentierter Architekt und Bildhauer. Sein Sohn und Erbe Rapolas Jonas Slizenis holte für die weitere Gestaltung Meister aus dem Ausland. Sie errichteten eine Mühle, überholten das Hydrosystem und richteten ein Entwässerungssystem auf den Feldern ein. Vom Teich aus gesehen erscheint die Mühle einstöckig. Auf dieser Seite wurde das Getreide antransportiert. Um das Mehl abzuholen, musste man sich auf die andere Seite begeben. Dort entpuppte sich die Mühle als zweistöckig. Neben der Mühle gab es einen 87 Meter langen und 4 Meter hohen, mit einer Steinmauer verstärkten Erdwall und eine Mauer, die Schutz vor der Zerläser bot, sowie eine steingepflasterte Wasserabflussrinne. Über einen 11 Meter langen anderen Zufluss durch den Wall wurde die Turbine mit Wasser versorgt. Turbine, Übertragung und andere Anlagen wurden aus schwedischen Fabriken herbeigeschafft. Die Wassermühle auf Gut Lubowos zählt zu den originellsten des Landes. Der steinerne Eiskeller wurde zu Zeiten von Rapolas Jonas Slizenis erbaut. Der rechteckige Bau ist mit Steinen in die Erde eingelassen. Zum Kühlen der Lebensmittel sägten die Gutsarbeiter aus den Gutsteinen Eisbrocken heraus und brachten sie mit Schlitten zum Eiskeller. In der Orangerie hielt sich der letzte Besitzer des Guts, Rapolas Jonas Slizenis, als ausgesprochener Blumenliebhaber besonders gern auf. Hier wuchsen einheimische und exotische Pflanzen sowie Blumen verschiedenster Farben. Der Stall auf Gut Lubowos wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Das rechteckige Gebäude war in 4 Räume unterteilt und hatte einen Innenhof, durch den man durch ein großes, halbrundes Tor gelangte. An allen Ecken und Enden des Stalls hingen Tafeln mit Anweisungen, wann und womit das Vieh zu füttern sei. In einem separaten Raum stand der schwarze Wagen des Gutsbesitzers. Unter den Ortsansässigen wurde der schwarze Wagen Taksufka genannt. Jeden Sonntag brachte der Chauffeur der Slizeni darin den Priester aus der Menschine zur Kapelle von Lubowos. Im Bereich des Tores wurden die Reitpferde des Gutsbesitzers gehalten. 6 von ihnen wurden geritten oder vor dem Phaeton gespannt. Der Gutsmarstall stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hier standen die Arbeitspferde des Guts. Die Dreschtönne des Guts wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Sie maß 800 Quadratmeter. Der Speicher, ein rechteckiger, einstöckiger Bau, stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde aus Mauerpfosten, aus Feldstein und Holzbalken erbaut. Auffällig ist das seltene Mansardendach. Es hat 4 Neigungen. Unweit des Speichers stand ein Pfosten mit einem stählernen Gong. Er verkündete den Gutsarbeitern täglich Beginn und Ende der Arbeit. Der letzte Herr auf Gut Lubowos, Rapolas Jonas Slizenis, wurde nach Sibirien verbannt, wo er auch starb. Das Gut wurde enteignet. Heute können Besucher des Guts die originelle Wassermühle besichtigen. Offizien und Orangerie wurden für kulturelle Zwecke hergerichtet.